FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hören jetzt erst einmal John Cage. FSK 93, wo keins ist, eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hörten am Anfang das Ensemble Musica Negativa, das Heinz-Klaus Metzger und Rainer Rien gründeten. Gespielt wurde das Konzert für Klavier und Orchester, das Concerto for Piano and Orchestra von 1957-58, Solo für fünf. Bei der Beerdigung Theodor W. Adornos freute sich die Witwe Adornos über einen Kranz, der von Rainer Rien und Heinz-Klaus Metzger gestiftet wurde, auf dem stand: dem Philosophen unserer negativen Musik. Der Terminus negative Musik bezog sich auf Adornos negative Dialektik, in der an wesentlicher Stelle von Komposition die Rede ist, wo Adorno sich in dem Kontext auf Max Weber bezieht. Soziologische Begriffe müssten aus ihren einzelnen, der geschichtlichen Wirklichkeit zu entnehmenden Bestandteilen allmählich komponiert werden. Die endgültige begriffliche Erfassung kann daher nicht am Anfang, sondern muss am Schluss der Untersuchung stehen. Ob es einer solchen Definition am Schluss allemal bedarf oder ob, was Weber das Komponieren nennt, ohne formal definitorisches Resultat, das zu sein vermag, wohin schließlich auch Webers erkenntnistheoretische Absicht möchte, steht dahin. Wesentlicher jedoch, wofür Weber den Namen des Komponierens gebraucht, der dem orthodoxen Scientivismus inakzeptabel wäre. Er hat dabei freilich bloß die subjektive Seite, das Verfahren der Erkenntnis im Auge. Aber es dürfte um die in Rede stehende Komposition ähnlich bestellt sein wie um ihr Analogon, die musikalischen. Das musikalische Komponieren kann durchaus im Sinne Hegels als Denken bezeichnet werden, als ein Beziehen eines Mannigfaltigen auf Einheit. So sind wir auch schon bei der Sache der Dialektik des Wesens, dessen grundsätzliche Struktur wir behandelt haben, indem wir sie aus der Denkbewegung von Kant und Fichte hergeleitet haben. Das Wesen ist Reflexion, welche in drei Arten, setzende Reflexion, äußere Reflexion oder äußerliche Reflexion und bestimmende Reflexion bei Hegel thematisiert wird. Die setzende Reflexion beginnt bei sich selbst, ist ein Setzen des Setzens selbst. Ihr entspricht die Identität des A gleich A, beziehungsweise ich bin ich. Es ist eine Bewegung von nichts zu nichts, der absolute Schein. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass die Reflexion Ausdruck einer Lichtmetaphorik ist. Genauso ist es mit dem Schein. Hegel nutzt für seine Denkbewegung die Mehrdeutigkeit des Scheinens aus. So steht Schein einerseits im Sinne des Splendor oder Lumen im Lateinischen, Auge oder Phos im Griechischen, für das Leuchten der Gestirne einerseits, aber auch für die Gestirne selbst. Als entsprechendes zum Phänomen oder der Apparenz bedeutet Schein aber auch das Sichtbarwerden oder Sichtbarsein und kann sich auf sinnliche Gegenstände ebenso beziehen wie auf Geistiges. Im Sinne des Aussehens oder Bildes kann es wiederum mehrdeutig sein. Entweder ist es ein Sich-Zeigen, was der Medialform des griechischen Wort Phaino, Zeigen, entspricht, dem reflexiven Sich-Zeigen, dem Offenbaren, oder es ist bloßer Schein im Sinne der Täuschung, Pseudos oder Illusion. Die Mehrdeutigkeiten sind die Grundlage der Wahl der Terminologie Hegels, die aber in der ganzen Tradition seit der Antike eine Rolle spielte. Bei Marx wird diese Lichtmetaphorik ebenfalls in seiner Ideologiekritik in Anspruch genommen. Ideologie im Sinne des notwendig falschen Bewusstseins, wie er in Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein anhand von Marx herausgearbeitet wurde und in der kritischen Theorie weitergeführt wurde. Die Reflexionsarten setzende äußerliche und bestimmende Reflexion, die als Identität
Unterschied und Widerspruch bzw. Grund näher durch Hegel bestimmt werden, wiederholen sich als logische Struktur in der ganzen Wesenslogik. Dies wird besonders deutlich in der großen Logik, Hegels Wissenschaft der Logik. Das sind dicht geschriebene 230 Seiten Text mit kaum Redundanz, sodass der Leser, wenn er im nächsten Kapitel sich befindet, die vorherigen nur schwer gleichzeitig erinnern kann. Es wird in den vorherigen Sendungen sicher aufgefallen sein, dass wir ständig zentripetale und zentrifugale Denkbewegungen vollziehen, zum Zentrum der Sache uns bewegen und dann wieder wegbewegen, um zurückkommen zu können. Hegel gibt ja auch selbst immer wieder Hilfen, indem er Vorausschauen und Rückschauen macht. Es ist wie bei einem Spaziergang, auf dessen Weg es immer wieder Überraschungen geben kann. Wenn wir zurückschauen und den Weg noch einmal gehen, haben wir das logisch Spätere bereits im Blick, was bei der ersten unmittelbaren Begegnung noch nicht der Fall war. Unmittelbarkeit, Vermittlung und vermittelte Unmittelbarkeit bilden eine Trias, die ganze Dialektik immer wieder strukturiert. Als wir das Höhlengleichnis Platons uns vergegenwärtigten, haben wir ja auch so etwas bildlich dargestellt. Derjenige, der die Höhle verlassen hatte und zurückkehrt, hat einen Blick auf das Ganze. Und wenn er die Höhlenbewohner belehren will, wird er erst einmal Erstaunen verursachen. Sie sehen ja nur Schatten und wissen nichts vom Lichtschein, sei es des Feuers, sei es der Sonne, deren Reflexionen die Schatten sind. Das, was die Höhlenbewohner sehen, sehen sie notwendigerweise. Die Täuschung ist kein bloß subjektiver Fehler, entspringen auch nicht einer Lüge oder Betrug. Bloßer Schein oder das Scheinen oder Erscheinen entspringen einer unterschiedlichen Perspektive. Das Scheinen, das für die konkrete Wirklichkeit genommen wird, ist bloßer Schein. Erscheinung, die nicht als Erscheinung gewusst wird, ist Schein. Wenn der Comic-Detektiv Nick Knatterton den Millionär sagen hört, ein Schein trügt nie, wenn er den Geldschein entgegennimmt, so ist noch nicht gesagt, ob nicht auch hier der Schein trügt. Deswegen ist ja auch bei Marx hinsichtlich des Geldes vom Fetischismus die Rede oder von Verdinglichung von Verhältnissen. Die logische Struktur eines Unmittelbaren, das doch durch seine Negativität, durch sein Sein für anderes bestimmt ist, das es an sich hat, war für Marx das Vorbild seiner Darstellung der Wertform und dessen Erscheinungen in der Analyse der kapitalistischen Ökonomie. Es wird sich noch zeigen, welche Rolle die logischen Kategorien Schein, Reflexion, Reflexionsbestimmungen, Grund und Erscheinung auch in der kritischen Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts spielen. Wichtig wird es sein, dass am Schluss deutlich wird, wie man an Hegel lernen kann, auch gegenwärtige Erscheinungen, die heutige Welt, genauer zu verstehen und treffender zu kritisieren. Aus der späteren Zeit betrachtet werden auch Unzulänglichkeiten von Marx deutlich, der dennoch bereits theoretisch kritisch antizipierte, was heute nach und nach erst wirklich wird. Das weiter fortgeschrittene Dasein der Welt wird auch ein Licht auf das Frühere. Und es gilt herauszuarbeiten, wie wir die heutige Zeit begreifen können, indem wir uns, wie Einstein mal formulierte, uns auf Riesen stellen. Goethe schrieb mal, ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit lässt sich Gegenwart begreifen. Das stimmt zwar, aber dieses Begreifen wird wiederum wirft das Licht der Gegenwart auch auf die Vergangenheit. Die Vergegenwärtigung des Vergangenen steht immer unter der Bedingung des Gegenwärtigen und aus den Widersprüchen eines Zeitalters bekommen wir auch die Zukunft, die, was die Erkenntnis angeht, ja hinter uns liegt, während wir nach vorne in die Vergangenheit schauen und die Trümmer der Geschichte von Katastrophen sehen, wie Walter Benjamin sich mal ausdrückte. In Hegels Logik ist das Wesen das vergangene Sein, wenn auch zeitlos vergangene Sein. Es ist ein hinausgegangen Sein über die Unmittelbarkeit des Seins. Hier schlägt das Sein ins Wesen um, auf dem Boden des Seins entsteht das Wesen als der Identität oder dem Für-sich-Sein. Im Maß, als qualitativer Quantität, wird ein Seiendes gegenüber anderen hervorgehoben und wird zum Wesentlichen gegenüber dem Unwesentlichen. Etwas bestimmt ein anderes Daseiendes. Das Wesen kommt aus dem Sein her.
Es ist insofern nicht unmittelbar an und für sich, sondern ein Resultat jener Bewegung. Oder das Wesen zunächst als ein unmittelbares genommen, so ist es ein bestimmtes Dasein, dem ein anderes gegenübersteht. Es ist nur wesentliches Dasein gegen Unwesentliches. Das Wesen ist aber das an und für sich aufgehobene Sein. Es ist nur Schein, was ihm gegenübersteht. Allein der Schein ist das eigene Setzen des Wesens. Wenn von allem abstrahiert wird, bleibt von den Relata und der Relation nur die Relation, das Sein für anderes, übrig, und wir haben eine Relation, die zum Relatum wird. Die Beziehung wird selber zum Beziehungsglied und bezieht sich auf sich selbst in einer Bewegung von Nichts zu Nichts, die Hegel setzende Reflexion nennt. Die Identität selber ist so eine Bewegung, die der setzenden Reflexion. Nun ist dies nicht mehr bloß unmittelbar, wie das reine Sein als unbestimmtes Unmittelbares, sondern vermittelt durch die Abstraktion, von der am Anfang der Logik auch abstrahiert ward. Wir verstehen, nachdem dies am Anfang der letzten Sendung genauer dargelegt wurde, wie Hegel das ausdrückt. Diese rein absolute Reflexion, welche die Bewegung von Nichts zu Nichts ist, bestimmt sich selbst weiter. Sie ist erstlich setzende Reflexion. Sie macht zweitens den Anfang von dem vorausgesetzten Unmittelbaren und ist so äußerliche Reflexion. Drittens aber hebt sie diese Voraussetzung auf, und indem sie in dem Aufheben der Voraussetzung zugleich voraussetzend ist, ist sie bestimmende Reflexion. Die Reflexion wird also äußerlich und gibt sich ein Unmittelbares. Wie bei Fichtes Ich bin nicht ich, muss der dadurch entstehende Widerspruch wieder aufgehoben werden, und zwar in der bestimmenden Reflexion. Die bestimmende Reflexion ist ein Aufheben der Voraussetzung, das selber voraussetzend ist. Hegels Überblick über die drei Kapitel des ersten Abschnitts der Wesenslogik. Das Wesen ist erstens Reflexion. Die Reflexion bestimmt sich, ihre Bestimmung sind ein Gesetztsein, das zugleich Reflexion in sich ist. Es sind zweitens diese Reflexionsbestimmung oder die Wesenheiten zu betrachten. Drittens macht sich das Wesen als die Reflexion des Bestimmens in sich selbst zum Grunde und geht in die Existenz und Erscheinung über. Mit der ersten der Wesenheiten der Identität hatten wir bereits begonnen. Dass die setzende Reflexion durch Hinausgehen über das Unmittelbare entstanden ist, indem sie sich selbst aufgehoben hat und sich wiederherstellt, ist nun als Resultat nicht mehr Qualität, sondern Reflexionsbestimmung. Diese Identität mit sich ist die Unmittelbarkeit der Reflexion. Sie ist nicht diejenige Gleichheit mit sich, welche das Sein oder auch das Nichts ist, sondern die Gleichheit mit sich, welche als sich zur Einheit herstellende ist. Nicht ein Wiederherstellen aus einem anderen, sondern dies reine Herstellen aus und in sich selbst, die wesentliche Identität. Sie ist insofern nicht abstrakte Identität oder nicht durch ein relatives Negieren entstanden, das außerhalb ihrer vorgegangen wäre und das Unterschiedene nur von ihr abgetrennt. Übrigens aber dasselbe außer ihr als seiend gelassen hätte, vor wie nach. Sondern das Sein und alle Bestimmtheit des Seins hat sich nicht relativ, sondern an sich selbst aufgehoben. Und diese einfache Negativität des Seins an sich ist die Identität selbst. Sie ist insofern noch überhaupt dasselbe als das Wesen. Die Identität zu identifizieren bedeutet einen Unterschied anzugeben. Wenn ich frage, wer ich denn bin, kann ich schlecht antworten, wie der fichtische Philosoph, ich bin ich, sondern ich hebe meine Besonderheit hervor,
gebe die Negationen an, die ich negiere. Die Negation ist so Negation der Negation. Die Identität ist also an sich, von seiner realen Möglichkeit her, Dynamai, Unterschied und dadurch bereits ein Widerspruch. In meiner Unabhängigkeit von allem anderen bin ich demnach abhängig. Ich bin das, was ich bin, nur in Bezug auf das andere. Eine abstrakte Identität als Bewegung von nichts zu nichts ist nichts, was zur Bestimmung taugt. Es bedarf des Unterschieds. So kamen wir schon zu einer dummen Frage, die Hegel in der Enzyklopädie als Advocatus Diaboli selber stellt. Wenn gefragt wird, wie kommt die Identität zum Unterschied? So liegt in dieser Frage die Voraussetzung, dass die Identität als bloße, das heißt als abstrakte Identität, etwas für sich sei und dann ebenso der Unterschied etwas anderes gleichfalls für sich. Durch diese Voraussetzung wird indes die Beantwortung der aufgeworfenen Frage unmöglich gemacht. Denn wenn die Identität als vom Unterschied verschieden betrachtet wird, so hat man in der Tat hiermit bloß den Unterschied und es kann um deswillen der Fortgang zum Unterschied nicht nachgewiesen werden, weil dasjenige, von welchem fortgegangen werden soll, für den, welcher nach dem Wie des Fortgangs fragt, gar nicht vorhanden ist. Diese Frage erweist sich somit näher besehen als durchaus gedankenlos und es wäre dem, welcher dieselbe aufwirft, zuvörderst die andere Frage vorzulegen, was er sich unter der Identität denkt, wobei sich dann ergeben würde, dass er sich eben nichts dabei denkt und dass die Identität für ihn bloß ein leerer Name ist. Weiter ist nun, wie wir gesehen haben, die Identität allerdings ein negatives, jedoch nicht das abstrakte, leere Nichts überhaupt, sondern die Negation des Seins und seiner Bestimmung. Als solche aber ist die Identität zugleich Beziehung, und zwar negative Beziehung auf sich oder Unterscheidung ihrer von sich selbst. Was Hegel hier formuliert, ist eine Beziehung auf sich. Die Form der Identität, die Reflexion in sich, die an die Stelle der Gleichheit mit sich, selbst, der Unmittelbarkeit des Seins getreten ist. Das Erkenntnisvermögen, das alles Beschränkte, Unendliche, Vergängliche als mit sich Identisches, nicht in sich Widersprechendes betrachtet, muss daran scheitern. Es bedarf der Vernunft, die Widersprechendes auch festhalten kann. Die Identität ist zunächst einmal nur das, was am Anfang das Sein war, aber nun durch Aufhebung der unmittelbaren Bestimmtheit, also nicht mehr bloß eine Realität, sondern Idealität. Hegel spricht auch davon, dass die Identität eine Abstraktion sei, im Sinne eines Setzens einer formellen Identität als einer Verwandlung eines in sich Konkreten in der Form der Einfachheit. Ausgedrückt als Satz der Identität und des Widerspruchs heißt das, alles ist mit sich identisch. Oder A kann nicht zugleich A und nicht A sein. Das wäre ein Gesetz des Verstandes. Und die Form des Satzes, so Hegel, widerspricht sich in sich selbst, sofern ja bereits ein Unterschied zwischen Subjekt und Prädikat versprochen wird. Im zweiten Buch Moses 3,14 steht der Satz, der nicht nur in der antiken und mittelalterlichen Tradition immer wieder zitiert wird. Ich bin, der ich war und werde der sein, der ich bin. Hegel führt das in dem Zusatz zum Identitätskapitel folgendermaßen aus. Die Identität in ihrer Wahrheit als Idealität des unmittelbar Seienden ist eine hohe Bestimmung, sowohl für unser religiöses Bewusstsein als auch für alles sonstige Denken und Bewusstsein überhaupt. Man kann sagen, dass das wahre Wissen von Gott damit beginnt, ihn als Identität, als absolute Identität zu wissen, worin dann zugleich dies liegt, dass alle Macht und alle Herrlichkeit der Welt vor Gott zusammensinkt und nur als das Scheinen seiner Macht und seiner Herrlichkeit zu bestehen vermag.
Nun haben wir das nicht zitiert, um die Hörer zu missionieren, um sie zur Unterwerfung unter der Macht und Herrlichkeit zu verlocken, meinetwegen mehrmals am Tag in Richtung Mekka zu beten oder dergleichen. So eine neue Form von Knechtschaft, darum kann es nicht gehen. Und Hegel geht es ebenso um Freiheit, die seit Kant auch für die theoretische Philosophie von Bedeutung wird. Der deutsche Idealismus steht gegen eine hierarchische Ordnung der Welt und daher auch gegen den Afterglauben. Ob die egalitäre Ordnung, wiederum Herrschaft, nämlich die der Verhältnisse über die Relate, sei es die Natur, sei es das Individuum bedeutet, ist aber eine Frage, die den Unterschied materialistischer und idealistischer Dialektik angeht, der heute Abend nur erarbeitet werden kann anhand der Reflexionsbestimmungen. Wir haben nicht vor, eine Agitation, die den Menschen vor die Wahl gegebene Alternativen stellt, die Agitation für die Politik einer bestimmten Partei, sondern wir wollen einen Beitrag leisten, dass jeder ein möglichst angemessenes Selbstbewusstsein der Epoche erhält und von da aus selbst entscheiden kann, für was er sich heute oder morgen einsetzen kann. Ein Politikverständnis, das Rezepte sucht und verbreiten will, wäre auch zutiefst autoritär. Das ist in den letzten Jahren auch als identitäre Politik bezeichnet worden. Massenagitation, Propaganda, eine politische Gesetzmäßigkeit von Identifikationsangebot und Nachfrage ist gerade der Freiheit und dem Glück der Individuen abträglich, die mittels solcher Propaganda zur Freiheit gebracht werden sollen. Ebenso wenig darf allerdings wie bei Kierkegaard oder Max Stirner eine objektlose Innerlichkeit an die Stelle treten, die Hegels Gottes Herrlichkeit zusprach, aber nicht dem Individuum. Denn eine Reihe von Philosophen im Dritten Reich versuchten, den Führer zu führen, so war das nicht nur falsch, weil ihnen die Folterinstrumente drohten, wenn sie etwas verlautbarten, das dem Führer missfiel, sondern weil sie die totale Herrschaft rationalisierten. Hegels Dialektik hebelt zutiefst solche identitäre Politik aus. Denn wenn die Identität bereits in sich den Unterschied hat, haben wir es mit Begründungen zu tun, die nicht aus sich selbst kommen, sondern auf eine Mannigfaltigkeit von Bestimmungen bezieht, im Inneren wie Äußeren. Wenn jede Bestimmung Negation ist, Spinoza, omnis determinatio est negatio, so ist auch die Bestimmung der Identität Negation, nicht nur die des Unterschieds, den Hegel ja differenziert betrachtet. Die Identität kommt nicht zum Unterschied, sondern ist bereits Unterschied, sofern sie sich vom Unterschied unterscheidet. Wir haben das bereits in Hinsicht auf die qualitative, quantitative Grenze und der Maßbestimmung diskutiert. Wenn zum Beispiel ein Wald zum Acker wird, haben Wald und Acker eine gemeinsame Grenze, die sie voneinander scheidet und natürlich sie auch miteinander verbindet. So haben wir eine Grenze zwischen Identität und Unterschied. Bei Hegel ist es ja dann auch der Unterschied, der gegenüber der Identität Vorrang hat. Sonst würden wir die Identität anbeten, etwa wenn wir om murmeln oder dergleichen. Hegel geht unterschiedliche Arten des Unterschieds durch und unterscheidet absoluten Unterschied, Verschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch und Grund. Wobei der Grund dann ausdrücklich die Einheit von Identität und Unterschied ist. Eine Reflexion in sich, die zugleich Reflexion in anderes ist oder, wie Hegel schreibt, das Wesen als Totalität gesetzt. Der Grund ist der aufgehobene Widerspruch. Der Widerspruch geht, so Hegel, zugrunde. Er verschwindet also einerseits, andererseits wird er bewahrt und das, indem er etwas begründet, nämlich die Existenz, die Erscheinungen. Die Sache tritt nur dann in Existenz, wenn die Totalität ihrer Bedingungen vorhanden sind. Bedingung ist bei Hegel in einem anderen Sinne zu verstehen, nicht im Sinne der Bedingung im Verhältnis von Grund und Folge, sondern in dem Sinne, dass etwas mit Dinghaften versehen wird. Er nutzt diese Etymologie des Wortes, des Dingens. In analoger Weise wird auch in der Kritik der politischen Ökonomie von Verdinglichung gesprochen. Hier haben wir auch eine Grenzlinie von idealistischer und materialistischer Dialektik, die wir in einem Monat näher besprechen werden, wenn wir über entsprechende Begriffsbestimmungen verfügen. Den Anfang macht der absolute Unterschied oder Unterschied an und für sich. Unterschied des Wesens.
Absolut, das haben wir bereits betont, stammt von absolvere, ablösen. Der Unterschied wird also abstrakt genommen, für sich genommen, unabhängig von der Identität. Wir erwarten aber sogleich, dass sich die Identität an ihm selbst als immanent erweist. Hegel schreibt: Es ist wesentlich, den absoluten Unterschied als einfachen zu fassen. Im absoluten Unterschied des A und Nicht-A voneinander ist es das einfache Nicht, was als solches denselben ausmacht. Der Unterschied selbst ist einfacher Begriff. Darin, drückt man sich aus, sind zwei Dinge unterschieden, dass sie und so weiter. Darin, das heißt, in einer und derselben Rücksicht, in demselben Bestimmungsgrunde. Er ist der Unterschied der Reflexion, nicht das Anderssein des Daseins. Ein Dasein und ein anderes Dasein sind gesetzt als auseinanderfallend. Jedes der gegeneinander bestimmten Daseine hat ein unmittelbares Sein für sich. Losgelöst von der Identität ist der Unterschied aber auch nur ein auf sich beziehender Unterschied. Und daher ist er in Wahrheit gar kein Unterschied. Genau das will Hegel ja auch nachweisen, dass der Unterschied ohne Bezug auf Identität gar nicht aussagbar ist. Denken ist immer auch Identifizieren. Ein einfacher Unterschied ist also gar nicht das, was der Verstand darüber denkt. Daher sagt Hegel: Der Unterschied ist als einfacher ist kein Unterschied. Er ist dies erst in Beziehung auf die Identität. Aber vielmehr enthält er als Unterschied ebenso sie und diese Beziehung selbst. Der Unterschied an sich lässt sich so wenig denken wie die reine Identität, wenn sie sich nicht vom Unterschied unterscheidet. Da befinden sich im Grunde im absoluten Unterschied Identität und Unterschied immer schon in einer Einheit. Der Unterschied an sich ist der sich auf sich beziehende Unterschied. So ist er die Negativität seiner selbst. Der Unterschied nicht von einem anderen, sondern seiner von sich selbst. Er ist nicht er selbst, sondern sein anderes. Das Unterschieden aber vom Unterschiede ist die Identität. Er ist also er selbst und die Identität. Beide zusammen machen den Unterschied aus. Er ist das Ganze und sein Moment. Der Unterschied hat also Identität und Unterschied zu seinen Momenten. Beide sind so ein Gesetztsein, Bestimmtheit. So wie in der Seinslogik Sein und die Bestimmtheit des Daseins, wie an sich Sein und Sein für anderes sich verhielten, so hat der absolute Unterschied Unterschied und Identität an sich. Nur hier ist es kein Übergehen mehr von einem zum anderen, wodurch dann das Übergehen und der Ausgangspunkt verschwindet, sondern hier wird die Einheit festgehalten. Dinge, die sich verändern, bleiben auch sie selbst. Wenn ich mir zum Beispiel ein Kinderbild anschaue und sage, das bin ich, dann hat das Kind von damals mit mir kaum viel Ähnlichkeit. Dennoch sehe ich da eine Identität in der Veränderung. Und man kann sagen, dass ich aus der Perspektive einer ferneren Zukunft Kind, Jugendlicher, Heranwachsender, Erwachsener und Greis gewesen sein werde. Ich habe Schulen, Universitäten und so weiter besucht und habe mich dabei verändert. In jedem Stadium bin ich ein anderer und doch immer derselbe. Hier verwende ich die logische Struktur, die Hegels Logik für sich herausgearbeitet hat. Die Identität des Unterschieds jedoch, wie sie in Einheit mit dem Unterschied ist, bleibt nicht, was sie ist bei Hegel. Alle Dinge sind voneinander unterschieden. Das ist das Gegenteil von A gleich A. Es gibt nicht zwei Dinge, die einander gleich sind. Hegel macht sich über die Hofdamen lustig, die nach einem Vortrag von Leibniz im Garten nach zwei gleichen Blättern suchten. Aber worum es ihm geht, ist hier der gleichgültige Unterschied, die Verschiedenheit.
Die Identität zerfällt an ihr selbst in Verschiedenheit, weil sie als absoluter Unterschied in sich selbst sich als das Negative ihrer setzt und diese ihre Momente, sie selbst und das Negative ihrer Reflexionen in sich identisch mit sich sind. Oder eben, weil sie ihr Negieren unmittelbar selbst aufhebt und in ihrer Bestimmung in sich reflektiert ist. Das Unterschiedene besteht als gegeneinander gleichgültig Verschiedenes, weil es identisch mit sich ist, weil die Identität seinen Boden und Element ausmacht. Oder das Verschiedene ist das, was es ist, eben nur in seinem Gegenteile, der Identität. Das Verschiedene ist gleichgültig zueinander. Es ist, so können wir auch sagen, vom Identitätszwang befreit. Dennoch ist es als Gleichgültiges aufeinander bezogen. In der Verschiedenheit als der Gleichgültigkeit des Unterschieds ist sich überhaupt die Reflexion äußerlich geworden. Der Unterschied ist nur ein Gesetztsein oder als Aufgehobener. Aber er ist selbst die ganze Reflexion. Dies näher betrachtet, so sind beide, die Identität und der Unterschied, wie sich soeben bestimmt hat, Reflexion. Jedes ist Einheit seiner selbst und seines anderen. Jedes ist das Ganze. Und doch lassen sich die verschiedenen vergleichen. In der Enzyklopädie fasst Hegel das folgendermaßen zusammen. Der Unterschied ist erstens unmittelbarer Unterschied. Die Verschiedenheit, in der die Unterschiedenen jedes für sich ist, was es ist, und gleichgültig gegen seine Beziehung auf das andere, welches also eine ihm äußerliche ist. Um der Gleichgültigkeit der Verschiedenen gegen ihren Unterschied willen, fällt derselbe außer ihnen in ein drittes, Vergleichendes. Dieser äußerliche Unterschied ist als Identität der Bezogenen die Gleichheit, als Nicht-Identität derselben die Ungleichheit. Wir benötigen also ein Tertium Comparationis, also ein dritten Maßstab des Vergleichs, um Verschiedenes, Diverses zu vergleichen. Und dies kann bis hin zu solchen Abstraktionen wie des Tauschwerts gehen, der bloßen quantitativen Identität und Unterschiedenheit. Von der Verschiedenheit unterscheidet sich der Unterschied, der Gegensatz ist. Das ist leicht zu erläutern, da es da viele Beispiele gibt. Nord- und Südpol, Plus und Minus an einer Batterie, Lohnarbeit und Kapital als sich ausschließende Gegensätze, die gleichermaßen aufeinander bezogen sind. Wir haben immer ein Positives und ein entsprechendes Negatives. Was das Negative ist, ist der Gegensatz zum Positiven. Was das eine ist, ist dem anderen also nicht mehr gleichgültig. Beides ist das, was es ist, nur im Gegensatz zum anderen. Aber das Positive und Negative ist drittens nicht nur ein gesetztes, noch bloß ein gleichgültiges, sondern ihr Gesetztsein oder die Beziehung auf das andere in einer Einheit, die nicht sie selbst sind, ist in jedes zurückgenommen. Jedes ist an ihm selbst positiv und negativ. Das Positive und Negative ist die Reflexionsbestimmung an und für sich. Erst in dieser Reflexion des Entgegengesetzten in sich ist es positiv und negativ. Das Positive hat die Beziehung auf das andere, in der die Bestimmtheit des Positiven ist, an ihm selbst. Ebenso das Negative ist nichts Negatives als gegen ein anderes, sondern hat die Bestimmtheit, wodurch es negativ ist, gleichfalls in ihm selbst. Im Gegensatz ist das eine immer bezogen auf das andere. Und daher gibt es kein drittes, das ist das berühmte Tertium non datur. Also auf Deutsch, ein drittes gibt es nicht.
Der Unterschied ist an sich schon der Widerspruch. Dies ist der Fall, wenn wir uns nur mit dem Ganzen, der Reflexion zu tun haben. Der Unterschied überhaupt enthält seine beiden Seiten als Momente. In der Verschiedenheit fallen sie gleichgültig auseinander. Im Gegensatze als solchem sind sie Seiten des Unterschiedes, eines nur durchs andere bestimmt, somit nur Momente. Aber sie sind ebenso sehr bestimmt an ihnen selbst, gleichgültig gegeneinander und sich gegenseitig ausschließend. Die selbstständigen Reflexionsbestimmungen. Die eine ist das Positive, die andere das Negative. Aber jene als das an ihm selbst Positive, diese als das an ihm selbst Negative. Aus dem Gegensatz ergibt sich unter dem Aspekt der Einheit betrachtet der Widerspruch. Hier geht es nicht darum, dass einem Subjekt gegensätzliche Prädikate zugesprochen werden, sondern dem Subjekt werden gegensätzliche Prädikate zugesprochen. Beide Relata schließen sich aus und sind selbstständig, aber selbstständig sind sie nur in derselben Hinsicht, dass sie ihr anderes enthalten und dadurch selbstständig sind. So ist ein Staat selbstständig nur, sofern er von den anderen Staaten anerkannt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, befindet sich der Staat im Kriegszustand. Die Souveränität ist ständig in Frage gestellt, nach innen und außen, und muss mit Gewalt gegen die Gewalt der anderen Staaten aufrechterhalten werden. Oder der Staat geht unter. Dies ist in vielen Regionen, die relativ sicher sind, nicht mehr im Bewusstsein, sodass dies aus dem Bewusstsein gelöscht ist. Der Widerspruch, der in der Autonomie von Staaten besteht, wird so verdrängt oder verleugnet. Ganze ideologische Wissenschaftsbereiche wie internationale Politik setzen so die Staaten als Gegebene voraus. Hegel liefert die Grundlage der Kritik mit seinem Begriff des dialektischen Widerspruchs, der Contradictio in Subjecto. Das unterscheidet sich also von der Contradictio in Adjecto. Das ist der Widerspruch, man darf einem Subjekt nicht gegensätzliche Prädikate gleichzeitig zusprechen und absprechen. Das hört sich dann bei Hegel so an. Indem die selbstständige Reflexionsbestimmung in derselben Rücksicht, als sie die andere enthält und dadurch selbstständig ist, die andere ausschließt, so schließt sie in ihrer Selbstständigkeit ihre eigene Selbstständigkeit aus sich aus, denn diese besteht darin, die ihr andere Bestimmung in sich zu enthalten und dadurch allein nicht Beziehung auf ein Äußerliches zu sein, aber ebenso sehr unmittelbar darin, sie selbst zu sein und die ihr negative Bestimmung von sich auszuschließen. Sie ist so, der Widerspruch. Der Unterschied ist Widerspruch an sich. Dies wird auch wichtig beim Marxischen Begriff der Krise, nicht nur in dem gerade erwähnten Beispiel des prinzipiellen Kriegszustands der Staaten zueinander, wie ihn bereits Hobbes und dann Hegel diagnostizierten. Ein Unterschied von Getrennten, die zusammengehören, beinhaltet eine mögliche Krise, ein Zugrundegehen, wie Hegel das nennt. Der Einheit. Der Unterschied überhaupt ist schon der Widerspruch an sich, denn er ist die Einheit von solchen, die nur sind, insofern sie nicht eins sind, und die Trennung solcher, die nur sind, als in derselben Beziehung Getrennte. Wenn die Stehlampe zu Hause nicht leuchtet, weil Stecker und Steckdose voneinander getrennt sind, obwohl sie zusammengehören, wenn das da leuchten soll, ist das noch ein simples mechanisches Problem. Man steckt den Stecker in die Steckdose. Aber im Bereich des Lebendigen und des Kulturellen und Gesellschaftlichen wird es natürlich komplizierter.
Bevor wir Adornos Kritik am Rassismus, die auf ein Recht ohne Angst verschieden sein zu können, hinausläuft, diskutieren, hören wir noch einmal das Ensemble Musica Negativa mit John Cage Rosert Mix von 1965. FSK 93, wo eins ist, ist keins. Eine Diskussion über Dialektik. Soeben war John Cage zu hören mit dem Rosert Mix. Adorno hat sich immer auch auf Hegel bezogen. Und wir haben in den Minima Moralia, das getrost als einer seiner Hauptwerke zu zählen ist, ein Beispiel gefunden, nämlich seine Rassismuskritik, die gerade die Reflexionsbestimmung der Identität, der Verschiedenheit und so weiter zu exemplifizieren geeignet ist. Er formulierte diese Aphorismen zu einer Zeit 1944 bis 1947, vor allem in den USA. In dieser Zeit sahen die Verhältnisse etwas anders aus. Der Versuch, über eine politisch korrekte Sprachregelung durch vergleichsweise harmlose Versuche der Diskriminierung von Frauen, Minderheiten, Kindern entgegenzuwirken, die zuerst in der Linken, dann in der politischen Rechten lächerlich gemacht wurde, gab es noch nicht. Man nannte das immer Political Correctness oder PC. Worte, die das heute als diskriminierend interpretierten, möglicherweise auch von den Betroffenen so empfundene Wort Neger ersetzen hätte können, hatte noch niemand erfunden. Die Abweisung von Political Correctness zu nutzen, um die Diskriminierung von Frauen, Minderheiten und Kindern als Freiheit der Meinungsäußerung zu rechtfertigen, wie das die neue Rechte häufig tat, davon sprach auch noch niemand. Beides entsprang allerdings derselben Ideologie der Kommunikation, die narzisstische Allmacht des Gedankens und der Sprache, die den Gedanken gleich für die Tat nimmt, offenbart die Geistesschwäche dieser Gesellschaft. Die Probleme werden so nur durch das Erzeugen eines guten Gewissens verdrängt, statt sie zu diskutieren, wozu man den Text von Adorno, den wir gleich hören werden, gut gebrauchen können. Der Text hat den Namen Melange. Das geläufige Argument der Toleranz, alle Menschen, alle Rassen seien gleich, ist ein Bumerang. Es setzt sich der bequemen Widerlegung durch die Sinne aus. Und noch die zwingendsten anthropologischen Beweise dafür, dass die Juden keine Rasse seien, werden im Falle des Pogroms kaum etwas daran ändern, dass die Totalitären ganz gut wissen, wen sie umbringen wollen und wen nicht. Wollte man demgegenüber die Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, als Ideal fordern, anstatt sie als Tatsache zu unterstellen, so würde das wenig helfen. Die abstrakte Utopie wäre allzu leicht mit den abgefeimtesten Tendenzen der Gesellschaft vereinbar. Dass alle Menschen einander glichen, ist es gerade, was dieser so passte. Sie betrachtet die tatsächlichen oder eingebildeten Differenzen als Schandmale, die bezeugen, dass man es noch nicht weit genug gebracht hat. Dass irgendetwas von der Maschinerie freigelassen, nicht ganz durch die Totalität bestimmt ist. Die Technik der Konzentrationslager läuft darauf hinaus, die Gefangenen wie ihre Wächter zu machen, die Ermordeten zu mördern. Der Rassenunterschied wird zum Absoluten erhoben, damit man ihn absolut abschaffen kann, wäre es selbst, in dem nichts Verschiedenes mehr überlebt. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren.
Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute, die Identität der Film mit den Waffeninteressenten deuten. Den besseren Zustand aber denken... Moment. Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute, die Identität der Film mit den Waffeninteressenten deuten, den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Attestiert man dem Neger, wohlgemerkt, das ist ein Text aus den 40er Jahren, der meinte das nicht so, also attestiert man dem Neger, er sei genau wie der Weiße, während er es doch nicht ist, so tut man ihm insgeheim schon wieder Unrecht an. Man demütigt ihn freundschaftlich durch einen Maßstab, hinter dem er unter dem Druck der Systeme notwendig zurückbleiben muss und dem zu genügen überdies ein fragwürdiges Verdienst wäre. Die Fürsprecher der unitarischen Toleranz sind denn auch stets geneigt, intolerant gegen jede Gruppe sich zu kehren, die sich nicht anpasst. Mit der sturen Begeisterung für die Neger verträgt sich die Entrüstung über jüdische Unmanieren. Der Melting Pot war eine Einrichtung des losgelassenen Industriekapitalismus. Der Gedanke, in ihn hineinzugeraten, beschwört den Martertod, nicht die Demokratie. Ja, das war Melange von Adorno. Hier steht ja der berühmte Satz, also über die Utopie Adornos, nicht? Eine emanzipierte Gesellschaft, jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Nicht in einer Gesellschaft, also in der man ohne Angst verschieden sein kann. Nicht die Verschiedenheit, das haben wir bei Hegel ja schon gelernt, ist so etwas wie ein gleichgültiger Unterschied. Jemand, der eine japanische Frau geheiratet hatte und aus Ägypten kommt, erzählte mal, dass als er also in Japan war, sehr erstaunt war, wie dicht gedrängt man dort in den U-Bahnen zusammenfährt, aber doch jeden anderen ignoriert. Nicht? Also man konnte da also ganz verschieden sein, in einem gewissen Sinne, ohne auf den anderen Acht geben zu müssen. Nicht? Und auch ohne den anderen zu bedrängen, auf die Füße zu treten und so etwas. Nicht? Das ist vielleicht ein schönes Bild für so einen Zustand. Etwas, was wir hier wahrscheinlich in Europa nicht so verstehen, wo wir alle also mit immer größerer Geschwindigkeit aufeinander aufprallen, nicht? Mit einer unheimlichen Wucht. Und wo die Unhöflichkeit zum guten Ton gehört. Nicht? Ich glaube aber, dass das, wovon Adorno hier spricht, wiederum Voraussetzungen hat, die von den Bedingungen, unter denen die Menschen derzeit leben, nicht erfüllt werden können. Denn was würde es denn bedeuten? Oder was bedeutet es zu sagen, die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen? Das heißt doch, dass alle einzelnen Subjekte sich als Besondere in einem Verhältnis zu einem Allgemeinen sehen können, in dem zugleich die Differenz zu jedem anderen von ihnen ertragen werden kann, beziehungsweise sie erkennen, dass sie durch die Differenzen, die es gibt und mit denen sie dann auch leben können, letztlich sich selbst als autonome, mündige Bürger bestimmen. Oder ich will es mal anders formulieren. Das setzt das Sein des Subjekts ein Bewusstsein voraus, indem er immer schon eine Reflexion angestellt hat auf das Verhältnis von Besonderem, nämlich sich selbst und dem Allgemeinen, das durch ihn
quasi konstituiert wird. Das heißt, es setzt, wiederum nochmal anders formuliert, mündige Subjekte, aufgeklärte mündige Subjekte voraus. Und dann würde ich doch die Frage stellen, inwieweit ist diese Gesellschaft heute bereit, den Menschen die Bedingungen bereitzustellen, um sich zu mündigen Bürgern zu entwickeln. Ja, Adorno spricht ja auch nicht zufällig von Utopie, nicht? Wörtlich genommen sagt das Wort Utopie ja etwas, was noch keinen Ort hat, nicht? U, also das griechische Nicht, nicht? Und Topos, der Ort, etwas, was es noch nicht gegeben hat, nicht? Früher hatte man das dann mal Kommunismus genannt. Dies ist nun aber dadurch, dass paradoxerweise Staaten unter dem Namen von Kommunismus auftraten, natürlich vom Wort her erstmal in Misskredit gebracht worden. Also ich meine, hier spricht er ja von einer emanzipierten Gesellschaft. Die Frage ist dann, wovon wäre diese Gesellschaft emanzipiert? Der Begriff der Emanzipation ist ja völlig in den Hintergrund getreten. Allenfalls spricht man gelegentlich nochmal von der Emanzipation der Frauen oder man spricht von der, ich weiß nicht, welche Emanzipation. Auch das wäre nochmal zu thematisieren, was überhaupt, was es mit dem Begriff der Emanzipation auf sich hat. Und warum der heute sozusagen völlig an den Rand gedrängt wurde und kaum noch in der politischen Diskussion kaum noch eine Rolle spielen. Anscheinend halten sich die Bürger ja alle für emanzipierte Menschen, wovon sie auch immer sich emanzipiert haben. Ja, das Wort Emanzipation kommt ja vom Mancipium. Also der Sklave, nicht, befindet sich gewissermaßen in diesem Zustand des Mancipiums. Nicht? Und wenn er im antiken Griechenland unter Umständen gegen seinen Willen nicht freigelassen wird, nicht, dann wird er aus diesem Mancipium entlassen. Und das ist dann ins Deutsche übertragen worden, also mit Emanzipation. Das ist gewissermaßen ja, eine vaterrechtliche Kategorie noch. Nicht? Man wird zum Vollbürger, nicht? Erhält alle Freiheiten und ist dann nicht mehr Instrumentum vocale, nicht? Also ein Produktionsmittel, nicht? Sklave oder Leibeigener oder so etwas. Und damit ist ja der zweite Aspekt. Und damit wird man in einem bestimmten Sinne einer egalitären Ordnung unterworfen. Mhm. Die Frage, die Adorno sich natürlich jetzt hier stellen muss, aus der Konsequenz seiner negativen Dialektik, ist, wie kann man sich jetzt von dieser Emanzipation emanzipieren? Also von dieser Egalität, die ja immer droht, eine repressive Egalität zu sein. Also eine Ordnung, die alle gleich macht. Deswegen schlägt etwas die Argumentation dann ja auch um, dass er diese Gleichheit, die das kapitalistische Produktionsverhältnis global mittlerweile oder fast global durchgesetzt hat, wie man das wiederum, diese repressive Gleichheit, diese wiederum los wird, nicht? Wobei die Ungleichzeitigkeit dieser Prozesse, dass es immer noch Länder gibt, nicht wie den Iran, oder wo solche Freiheiten noch gar nicht wirklich existieren, nicht ein Hemmnis dafür sind, jetzt diese bürgerliche Emanzipation nicht auch gleichzeitig immer festhalten zu müssen. Nicht? Gegen einen Rückschritt zumindest. Nicht? Darf ich einen Satz sagen? Okay. Du hast den einen Aspekt, also den historischen Aspekt hervorgehoben, nämlich, dass mittels der Emanzipation quasi das Prinzip der Gleichheit sich sukzessive durchgesetzt hat. Aber diese Herstellung von Gleichheit war verbunden mit
der Abschaffung von Herrschaft. Also, nicht mehr Sklave sein zu müssen, bedeutet zugleich, nicht mehr unter der Herrschaft des Herrn zu stehen. Und nehmen wir nur als das bedeutendste Beispiel in der jüngsten Geschichte eben die Emanzipation der Frauen. Nicht mehr dem Mann gefällig sein zu müssen, sondern als in Anführungszeichen wiederum gleichberechtigter Bürger oder Bürgerin leben zu können. Das mit dem Prinzip der Gleichheit, das ja zunächst mal historisch dann in Gestalt des Christentums, die Menschen sind alle gleich vor Gott, das dann sozusagen eine Verweltlichung gefunden hat in dem Rechtsprinzip, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. So könnte man sagen, sind heute nicht nur alle gleich vor dem Gesetz, sondern unter dem Aspekt der Geltung des Prinzips von Wertung von Wert, können sie sogar wieder unterschiedlich sein, weil es eigentlich im Prinzip nur darauf ankommt, ob sie und inwieweit sie für das Verwertungsprinzip tauglich sind. Und das heißt doch, dass das Prinzip der Gleichheit, das abstrakte Prinzip der Gleichheit, heute so weit realisiert ist, dass es sogar dahin kommen kann, dass Verhältnisse entstehen, in denen die Menschen wähnend sich noch zu unterscheiden, wobei es für das System als Ganzen gar nicht mehr darauf ankommt, ob sie sich realiter unterscheiden, wenn sie denn nur in abstrakter Hinsicht die Bedingungen für den Erhalt des Systems erfüllen. Das heißt, letztlich, sie durch das, was sie realiter tun, durch ihr Handeln in der Gesellschaft, dazu beitragen, dass sich das System von Herrschaft, das sich hinter dem Rücken der Menschen als sukzessive etabliert hat, weiterhin bestehen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu abstrakt geworden bin. Ich fand das sehr umfassend, also mir ist da sehr viel zu eingefallen. Also ich denke auch, das ist kein Zufall, dass die soziale Situation, die mir da die ganze Zeit so einfällt, dass die schon ein paar Jahre zurückliegt, weil ich finde, das entspricht so ein bisschen diesem mythischen Ideal von St. Pauli in den 80er und 90er Jahren, so wie ich das da erlebt habe, weil da gab es also unglaublich heterogene Gruppen und einzelne Szenen und Schichten. Also das ging vom Rotlichtmilieu über Hausbesetzer bis zu unterschiedlichsten Migranten und ich weiß nicht, jetzt habe ich noch alles Mögliche vergessen. Und da habe ich das so wahrgenommen, also dass selbst die Menschen, die sich durch zig Merkmale unterscheiden, und gar nicht viel miteinander zu tun haben, dass die trotzdem einander so einen gewissen Grundrespekt, eine Grundachtung entgegenbringen, nach dem Motto, okay, wir haben zwar mit eurem nicht so viel zu tun, aber wir respektieren uns gegenseitig. Und keiner sagt hier, wir sind aber ganz toll und ihr seid doof. Mhm. Und ich finde, das ist auch kein Zufall, dass ich würde mal sagen, in den 90er Jahren, also so eine gewisse experimental-emanzipatorische Situation, dass die da stärker war, als ich sie heute empfinde, weil eben gerade heute diese Verwertungssituation der eigenen Fähigkeiten wieder viel stärker geworden ist. Also damals konnte man auch mit 2 Wochenende Altenpflege
zwei Wochenenden Altenpflege sich relativ souverän den ganzen Monat finanzieren, so was heute nicht mehr möglich ist. Und ja, aber da habe ich das halt ziemlich stark wahrgenommen, dass aufgrund von unterschiedlichen Eigenschaften, Merkmalen, die man jeweils hat, man eben nicht andere Gruppen deklassiert hat, sondern gesagt hat, okay, die leben ein anderes Leben als wir, aber wir achten uns gegenseitig. Also die Toleranz gegenüber dem anderen, das andere zu ertragen, war größer als gegenwärtig, also in einer Zeit, in der der stumme Zwang der Verhältnisse, der auf den Einzelnen ausgeübt wird, sozusagen noch um ein, gesteigert worden ist. Und deshalb auch die Toleranzgrenze dem anderen, dem Fremden gegenüber geringer geworden ist. Ja, was Adorno da ja reflektiert, ist also eine Erfahrung, die er in den 40er Jahren ja machen musste. Nicht? Er wurde aus Deutschland vertrieben, nicht von den Nazis. Und wenn er von abgefeimten Tendenzen der Gesellschaft spricht, meint er natürlich nicht nur die deutschen Verhältnisse, nicht? Sondern kapitalistische Verhältnisse schlechthin. Nicht? Mhm. Obgleich er immer die USA verteidigt hat, nicht gegen Old Europe, nicht? Wie man das heute immer noch machen muss, letztendlich. Aber gleichzeitig kann man diese kapitalistischen Verhältnisse natürlich auch kritisieren als menschenfeindlichen Kollektivismus, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf. Nicht? Es ist immer von pluralistischer Gesellschaft die Rede, aber der Pluralismus spiegelt ja gesellschaftliche Konflikte, Klassengegensätze, wie man das früher nannte, ja gar nicht mehr wider. Das heißt, in der Politik kommen die realen Gegensätze, die sich in der Ökonomie austragen, im Grunde genommen gar nicht mehr vor, sondern es stoßen dann durchaus plurale Interessen aufeinander. Es treten dann also völkisch-sprachlich, geschlechtliche, unterschiedliche Menschen aufeinander und es soll immer wieder dafür gesorgt werden, dass sie gleicher werden, dass die Frauen also nicht weniger verdienen als die Männer und so weiter. Aber der Grundkonflikt, der dem ja noch zugrunde liegt, dass wenn man Rechtsverträge eingeht, wenn man jetzt nicht nur mit einem Kollegen einen Vertrag macht, nicht? Oder als Geschäftsmann einen Vertrag mit einem anderen Geschäftsmann, sind diese Verträge ja basierend, obwohl die Rechtsform ja die der Gleichheit ist, nicht vor dem Gesetz, sind die Vertragspartner, wie man das dann auch manchmal dann sagt, nicht im Wesentlichen ungleich. Das heißt, das beste Beispiel für so eine Ungleichheit ist der Arbeitsvertrag. Dass man einen Arbeitsvertrag eingehen muss, um sich ernähren zu können, nicht? Allenfalls abgefedert durch das Sozialrecht, nicht? Das kann man aber jetzt mal beiseite schieben erst einmal, bedeutet ja schon eine Zustimmung zur Ungleichheit. Das heißt, kein Unternehmer wird jemanden einen Arbeitsplatz geben, wie das sprachlich immer meistens ausgedrückt wird, obwohl der ja eigentlich gar nichts gibt, nicht? Sondern derjenige, der sein Arbeitsvermögen, seine Arbeitskraft hat, nicht? Seine persönlichen Fähigkeiten und so weiter hat und sonst nichts, nämlich er hat keine Mittel, um diese in irgendeiner Form anzuwenden. Nicht? Er verfügt nicht über Grund und Boden, nicht über Maschinen und solche Dinge, weil sie jemand anders gehören. Nicht? Im 14. und 15. Jahrhundert, an den Gebieten auch später,
sind ja Gesetze geschaffen worden, um die Leute von einer anderen Weise der Ernährung erstmal auszuschließen. Nicht? In England ist das in einer schlimmen Art und Weise, sind die Sozialgesetze abgeschafft worden, damit die Arbeiter also wirklich freie Arbeiter sind, nämlich frei von der Möglichkeit einer eigenständigen Subsistenz. Und wenn man jetzt frei ist von so einer eigenständigen Subsistenz, dann ist man angewiesen, darauf zu den Arbeitsmitteln in Kontakt zu bekommen. Das kann man nur über einen Arbeitsvertrag. Aber dieser Arbeitsvertrag wird von beiden Seiten nur unter der Bedingung unterschrieben, dass derjenige, der über die Produktionsmittel verfügt, auch eine Differenz zwischen dem Preis, den er für die Produkte, die man dort erzeugt, oder Dienstleistungen, die man erzeugt, und den Kosten, die er für dich dann aufwendet, nicht? Diese Differenz muss er einstecken dürfen, nicht? Sonst geht er diesen Vertrag gar nicht ein. Der Vertrag wird natürlich frei geschlossen, nicht? Aber unter gewissermaßen dieser formalen Freiheit und Rechtsgleichheit, nicht? Wenn man das nur juristisch betrachtet und nicht kritisch, wird man da gar nichts dran monieren haben. Nicht? Aber wenn man das jetzt kritisch betrachtet, geschieht diese Freiheit und Gleichheit auf der Basis einer ganz anderen Ungleichheit. Also das ist dann dieses vertrackte System, von dem da also Adorno da spricht, nicht? Dieses verfeimte System. Ist ja richtig. Es gibt zum einen das bürgerliche Recht, in dem immer davon ausgegangen wird, dass sich zwei freie Willen gegenüberstehen und zum Beispiel einen Arbeitsvertrag abschließen. In dieser Konstruktion zweier abstrakt freier Willen, die sich in dem Vertrag dann auf die Bedingungen, unter denen sie den Vertrag eingehen, einigen, sieht völlig ab von den realen Verhältnissen, in denen die Subjekte zueinander stehen. Dass nämlich die einen über Produktionsmittel verfügen, über Land, über Grund und Boden, und die anderen über nichts anderes als ihre Arbeitskraft. Und das Absehen von den realen Voraussetzungen, unter denen sich in Anführungszeichen die freien Willen begegnen, begründet dann quasi ein Herrschaftsverhältnis, weil der Arbeitsvertrag natürlich ein Herrschaftsverhältnis darstellt, in dem derjenige, der über Produktionsmittel verfügt, über Grund und Boden und Dienstleistungen ausführen möchte, denjenigen, der nur über sich selbst verfügt, dann über die bestimmte Zeit, die im Arbeitsvertrag angegeben ist, von mir aus 4 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag, seinem Willen unterwerfen kann. Oder beziehungsweise nicht nur kann, sondern es tatsächlich auch tut. Weil ich kann, wenn ich in die Fabrik gehe, wenn ich ins Büro gehe, in der Zeit, in der ich anwesend sein muss, um meine Arbeit zu machen, natürlich nicht meinem Willen folgen, sondern ich habe den Willen des Herrn, desjenigen, der meine Arbeitskraft gekauft hat, zu erfüllen. Also ich gehe in einen Betrieb, wie auch immer der aussehen mag, ob das der Kindergarten ist, ob das das Krankenhaus ist, ob das die Fabrik ist, ob das das Bürogebäude ist. Sobald ich eintrete, bin ich sozusagen ein willenloses Subjekt, das nur noch den Willen desjenigen zu erfüllen hat, der meine Arbeitskraft gekauft hat. Und das ist nur möglich, und das erscheint eben nicht als eine Form von Herrschaft, sondern wenn ich freier Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, dann verfüge ich ja über, kann mir die Zeit frei einteilen. Ich bin nicht der unmittelbare Abhängige desjenigen, der meine Arbeitskraft gekauft hat.
Niemandem erscheint dieses Verhältnis als ein Herrschaftsverhältnis. Deshalb können wir davon reden, oder wird davon gesprochen, dass wir in der freiesten Gesellschaft leben können und all unsere Bedürfnisse erfüllen können. Und da setzt, denke ich auch, dann der Begriff der Ideologie ein. Das ist nämlich ein notwendig falsches Bewusstsein. Ja, da wollten wir ja zum Schluss dann auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber um nochmal kurz das abzuschließen, also diese repressive Gleichheit, nicht, die unter der sich dann die Ungleichheit, die reale Ungleichheit, sozusagen die reale Hölle, versteckt, nicht, die wird ja auch immer wieder verstärkt, nicht, und der Rassismus der Nazis, nicht, hatte unter anderem, also Friedrich Hacker hat in das Faschismus-Syndrom da 10 Kategorien aufgestellt, wovon ich auch nur die erste jetzt, weil sie in diesem Zusammenhang gehört, mal zitiere, also die Maximierung von Ungleichheit, nicht? Bestehende oder auch eingebildete Ungleichheiten, völkisch, sprachlich, geschlechtlich etc., werden als natürliche, unveränderliche, qualitativ und moralisch verschiedene, besser versus schlechter, prinzipielle Unterscheidungen hervorgehoben, übertrieben, verschärft und zu unumstößlichen Wertkategorien erhöht. Also so wird Volksgemeinschaft, wie man das nannte bei Goebbels, nicht, gebildet, nicht, unter Ludwig Erhard nannte man das dann Sozialpartnerschaft, nicht, von Arbeit und Kapital. Das ist eine Kategorie, die eigentlich schon die Nazis erfunden haben, also mit ihrer Volksgemeinschaft. Man hat es damals gemerkt, dabei Haider, nicht, hatte immer von Volksgemeinschaft gesprochen und wurde deswegen kritisiert und dann hat das die Sozialpartnerschaft dann auch ersetzt, nicht? Also die wissen dann auch sogar, was sie dort tun. Und dies sind alles Dinge, die die Ideologie, die ohnehin schon herrscht, nicht, verstärken. Und der klassische Begriff der Ideologie, den möchte ich jetzt noch ganz kurz noch zum Schluss umreißen. Wir werden da sicherlich das nächste Mal auch noch am Anfang noch ein wenig darauf zurückkommen. Also der klassische negative, kritische Begriff der Ideologie, es gibt auch positive Begriffe, Engels hat so einen verwendet, nicht? Wie er bei Marx vorliegt und beim jungen Lukács herausgearbeitet wurde, ist die Ideologie im Sinne des notwendig falschen Bewusstseins. Die begriffliche Reproduktion gesellschaftlicher Phänomene und deren Kritik, die ohnehin nicht ein bloßes Abbild der Wirklichkeit ist und sein kann, da es immer auch durch das Subjekt durchdrungen, beeinflusst und bestimmt wird, ist notwendig falsches Bewusstsein, wenn die subjektiven Faktoren nicht bloß die Wirklichkeit verfehlen, weil das Bewusstsein einen Mangel hat, die Wahrnehmung und die Urteilskraft defizient sind oder dergleichen, oder die Vorstellungen Lug und Betrug sind. Nicht? Wir kennen aus der Zeit der Aufklärung die Priesterbetrugstheorie. Nicht? Die Priester würden also die Leute betrügen. Das hat schon Hegel nachgewiesen, dass das zu kurz greift. Nicht? Das ist keine Ideologie, nicht? Sondern Betrug. Aber die Priester selber glauben ja daran. Und da haben wir dann das Problem der Ideologie. Nicht? In den anderen Fällen können wir dann von Irrtümern oder von Lügen oder von Betrug sprechen, nicht? Aber nicht von Ideologie. Und hierbei kommt es dann auf die Notwendigkeit an, also darauf, dass das, was das Bewusstsein nötigt, falsch zu werden, objektiven Charakter hat. Wir haben das ja schon gesehen an dieser Doppelschlechtigkeit von Gleichheit und Ungleichheit. Im Mantel der Gleichheit wird die Ungleichheit reproduziert, weil es im Vertragsverhältnis nicht mehr zur Diskussion steht. Ich habe schlechte Karten, sozusagen, wenn ich einen Vertrag eingehen muss, nicht, und ihn eingehe. Ich bin immer, wenn ich nur Arbeitnehmer bin, bin ich immer auf der betrogenen Seite im gewissen Sinne, ohne wirklich betrogen zu werden. Es geht ja da alles ganz gerecht zu.
Der Charakter der Wirklichkeit ist das, was Hegel dann immer wieder Schein nennt, nicht diese Scheinhaftigkeit. Und auch in dieser Doppeldeutigkeit, nicht der Illusion, der Illusio, nicht, aber auch des Scheinens des Wesens. Das heißt, es drücken sich dort objektive Verhältnisse aus. Adorno ging ja so weit zu sagen, dass die Objektivität selber zur Ideologie wurde, nicht, weil sie nämlich das Denken zu bestimmten Eskapaden sozusagen nötigt. Nicht? Also die Wirklichkeit nicht, nötigt uns zu falschen Begreifen. Das Subjekt mag jetzt auf allerlei Weise Absichten und Rücksichten nehmen, den persönlichen Vorteil suchen, dieses oder jenes Interesse verfolgen, Vorurteile haben, religiös sein, Ideologie produzierend. Ist das dann und nur dann, wenn diese Ideologiebildung nicht mit Wissen des Subjekts geschieht, nicht willkürlich geschieht. Die Nichtbewusstheit, nicht bloß in einem psychologischen Sinne, ist Voraussetzung dafür, dass eine Einstellung, eine Entstellung durch Interessen notwendig entsteht. Und diese Entstellung muss auch allgemeinen Charakter haben, nicht bloß privat sein, denn ein privater Wahn ist noch lange keine Ideologie. Aber da sind doch dann auch die Grenzen fließend zwischen privatem und ideologischem Wahn. Ich stelle mir jetzt nur klischeehaft vor, wie viele, also unendlich viele Menschen der Meinung sind, wenn sie Shopping in irgendwelchen Outlet-Stores und sonst wie praktizieren, dann hätten sie damit eine unglaublich selbstbestimmte Verwirklichung ihrer ganz individuellen Wünsche und Bedürfnisse. So. Und in Wahrheit ist das also geradezu klischeemäßig das notwendig falsche Bewusstsein, was für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ideologie zwingend erforderlich ist, damit man dieses Gefühl eben subjektiv hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden als Beispiel so? Stimmt doch, ne? Ja, die Ideologie ist zunächst einmal ein allgemeines Phänomen. Aber jedes Individuum kann ja jetzt ja noch einen draufsetteln, nicht? Also noch verrückter werden. Also wie heißt er noch, dieser Schauspieler, der da immer in der im Imbiss dort seine Sprüche klopft? Da. Irgendwo in Eppendorf ist dieser Imbiss, der da immer im Bademantel auftaucht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen mehr. Unsere Hörerinnen bestimmt. Bestimmt, ja. Der dann ja auch noch so richtig auftrumpft, nicht? Und die Bild-Zeitung, die manchmal ja sogar Vernünftiges bringt, wie man manchmal feststellen muss, nicht? Dann rezitiert, nicht? Und dann sich so allerlei Verschwörungen in der Wirklichkeit ausdenkt, nicht? Das kommt dann zur allgemeinen Ideologie dann noch hinzu, nicht? Ja, ich meine, Adorno hat an einer Stelle gesagt, die Ideologie droht real zu werden. Das heißt, das notwendig falsche Bewusstsein wird sozusagen selbst zur Realität. Es gibt keine Differenz mehr. Oder was zu verschwinden droht, damit wäre ja sozusagen eine Differenz von Wesen und Erscheinung. Weil von Ideologie kann ich nur reden unter der Voraussetzung, dass ich an der Differenz von Wesen und Erscheinung festhalten, was in weiten Teilen des öffentlichen Bewusstseins und in der Wissenschaft ja längst nicht mehr gemacht wird. Also wenn man in der Wissenschaft heute antritt und diese Unterscheidung macht, dann wird man einfach zum Metaphysiker erklärt und ist damit per se quasi nicht qualifiziert für den Wissenschaftsbetrieb. Und Adorno hat insofern recht, als es den Menschen an einem Bewusstsein fehlt, dass es ihnen ermöglichen würde, noch eine Differenz zu sehen, zu erkennen zwischen sich und dem, was das gesellschaftliche Ganze letztendlich konstituiert. Sie selbst haben sich voll und ganz quasi ja in den Dienst des Apparats gestellt oder dessen, was sie ohne ein Bewusstsein davon zu haben, hervorgebracht haben.
Insofern sind alle die, die in Outlet-Stores einkaufen gehen und wähnen, sich selbst zu verwirklichen, auf der einen Seite Menschen, die ihre ganz unmittelbaren Bedürfnisse befriedigen, auf der anderen Seite aber die idealen, funktionierenden Glieder eines Systems, das sich durch sie hindurch am Leben hält. Sie sind beides und haben selbst kein Bewusstsein davon. Und insofern ist an dieser Stelle dann sozusagen zu zeigen, dass Ideologie quasi real wird, weil unter den Bedingungen die Menschen ihre ganz individuelle Freiheit und ihre ganz individuellen Bedürfnisse wählen, befriedigen zu können und sich dadurch zugleich ein System erhält, das auf der anderen Seite unendlich viele Menschen jeden Tag das Leben kostet. Also beides geht sozusagen an der Stelle zusammen. Ja, wir können jetzt nicht noch die Geschichte der Ideologie jetzt noch umreißen, nicht von Bacon angefangen, die Idolenlehre und solche Dinge. Das, darauf werden wir noch mal irgendwann mal zurückgreifen müssen. Aber Adorno hat beziehungsweise seine, in Zusammenarbeit mit seiner Mitarbeiter soziologische Exkurse herausgegeben. So ein Bändchen, das so über Gesellschaft, Individuum, Gruppe, Masse, Kultur und Zivilisation, Familie und solche Dinge schreibt. Nicht? Unter anderem auch einen Artikel Ideologie beinhaltet. Nicht? Der, weil es am schwersten ist, natürlich ganz hinten steht. Nicht? Auf Seite 168 findet man dann da eine Zusammenfassung im gewissen Sinne dieses Ideologiebegriffes, aus dem ich dann nochmal vorlesen möchte. Es sei denn, jemand anders hat das jetzt gerade im Griff. Das Buch. Mach ruhig. Also die gedanklichen Motive aus der Vorgeschichte des Ideologiebegriffs gehören allesamt einer Welt an, in der es noch keine entwickelte Industriegesellschaft gab. Mhm. Und in der kaum eben der Zweifel sich regte, ob mit der Herstellung formaler staatsbürgerlicher Gleichheit, da haben wir das wieder, in der Tat auch die Freiheit erreicht sei. Insofern die Frage nach dem materiellen Lebensprozess der Gesellschaft noch nicht aufkommt, hat in den meisten dieser aufklärerischen Lehren die Befassung mit der Ideologie ihren besonderen Rang. Man glaubt, es genüge, das Bewusstsein in Ordnung zu bringen, um die Gesellschaft in Ordnung zu bringen. Nicht bloß dieser Glaube aber ist bürgerlich, sondern das Wesen von Ideologie selbst. Als objektiv notwendiges und zugleich falsches Bewusstsein, als Verschränkung des Wahren und Unwahren, die sich von der vollen Wahrheit ebenso scheidet wie von der bloßen Lüge, gehört Ideologie, wenn nicht bloß der modernen, so jedenfalls einer entfalteten, städtischen Marktwirtschaft an. Denn Ideologie ist Rechtfertigung. Sie setzt ebenso die Erfahrung eines bereits problematischen gesellschaftlichen Zustandes voraus, den es zu verteidigen gilt. Wie andererseits die Idee der Gerechtigkeit selbst, ohne die eine solche apologetische Notwendigkeit nicht bestünde, und die ihr Modell am Tausch von Vergleichbaren hat. Wo bloße unmittelbare Machtverhältnisse herrschen, gibt es eigentlich keine Ideologien. Die Restaurationsdenker, Lobredner feudaler oder absolutistischer Verhältnisse sind allein schon durch die Form der diskursiven Logik, den Argument, des Argumentierens, dass sich ein egalitäres, antihierarchisches Element enthält, bürgerlich. Und höhlen darum immer bloß aus, was sie glorifizieren. Eine rationale Theorie des monarchischen Systems, die dessen eigene Irrationalität begründen soll, müsste überall dort, wo das monarchische Prinzip noch substanziell ist, wie Majestätsbeleidigung klingen. Die Begründung der positiven Macht durch Vernunft hebt virtuell das Prinzip der Anerkennung des Bestehenden auf. Darf ich ergänzen noch aus dem, was vortragen? Ideologie ist heute der Bewusstseins- und Unbewusstseinszustand der Massen als objektiver Geist. Nicht die kümmerlichen Produkte, die ihn nachahmen und unterbieten, um ihn zu reproduzieren. Zur Ideologie im eigentlichen Sinn
bedarf es, sich selbst undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter Machtverhältnisse. Heute ist die zu Unrecht wegen ihrer Kompliziertheit gescholtene Gesellschaft dafür zu durchsichtig geworden. Das ist aus der Perspektive dessen, der ideologiegetrickt betreibt, und davon gibt es wenige. Zuvor gilt es, wovon Horkheimer bzw. Adorno hier sprechen, bedarf es sich selbst undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter Machtverhältnisse. Es braucht keine unmittelbaren, direkten Herrschaft von Menschen über Menschen mehr, sondern die Menschen erfüllen aus Freiheit das, was andere oder das System von ihnen verlangt. Ja, dass die Verhältnisse durchsichtig geworden sind in einem bestimmten Sinne, das erwähnte mal Hermann Schwappenhäuser in einem Vortrag in Hamburg auf dem Adorno-Symposium, wenn du dich da noch daran erinnerst. Nicht? Ja. Dass aber diese Durchsichtigkeit auch so etwas ist wie die Durchsichtigkeit von Panzerglas. Nicht? Dass man dann ja nicht wirklich physisch taktil hindurchdringen kann. Nicht? Das kommt einem dann so vor wie dem Bettler, der vom Kaufhaus nicht vor dieser großen Scheibe steht, nicht, und die schönen Waren dann sehen alles kann. Alles das sieht, was er braucht, um zu überleben. Und ja, doch nicht durch kann. Könnten ihm dann, wenn das nicht so ein Panzerglas wäre, dann die Finger jucken, nicht, dass er dann die Scheibe einschlägt und sich das, was er braucht, dann holt. Nicht? Mir fällt auch gerade auf, also meistens, wenn jemand eine Ideologie prägt, ist er ja selber davon überzeugt, dass es keine Ideologie ist, sondern ein ganz wichtiger Entwurf, ein ganz wichtiges gesellschaftliches Konzept und so. Und mir ist gerade so aufgefallen, ich habe mal im Philosophiestudium vor tausenden von Jahren, da haben wir mal ein Seminar abgehalten über Sozialutopien der Renaissance. Also kennt ihr ja wahrscheinlich, was war das? Francis Bacon, Neu-Atlantis, genau, ja. Campanella, Sonnenstaat und eben Thomas Morus mit Utopia. In dem Seminar warst du auch. Ja, natürlich. War denn das? Lothar Schäfer war das, glaube ich. Achso, wir haben das immer in Geschichte, in der Sozialgeschichte bei Görz okay. gemacht. Okay, aber jedenfalls fällt mir jetzt gerade auf, dass Ideologien, auch wenn sie, egal wie gut sie gemeint sind, auch eigentlich aus einer Situation heraus entstehen, wo ein gesellschaftlicher Entwurf entwickelt werden muss gegen ein bestehendes Machtverhältnis. Ob das jetzt dieser Klerikerstaat da bei Campanella war oder der totalitäre Heinrich der Achte und ich weiß nicht, bei Bacon war es auch was Vergleichbares sicherlich. Also es wird ja erst, es kriegt ja erst diese Härte und ich sag mal Brutalität dadurch, dass gegen etwas anderes, das sozusagen aufgestellt werden muss. Das ist gerade mein Eindruck. Und was weiß ich, weil gerade diese Utopie von Thomas Morus, die war ja an und für sich, wenn man sich vorstellt, alle identifizieren sich damit und ziehen an einem Strang gewissermaßen und finden das auch gut. Dann ist ja sozusagen Härte gar nicht nötig und es ist ja für alle dann eine relativ freie und emanzipatorische Gesellschaftsform. Aber diese Kontroverse hatten wir damals auch schon. Ja, wir haben das ja realgeschichtlich einmal nachvollzogen, nicht? Welche Zeiten das sind, und haben dann festgestellt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in diesen Utopien doch vorkamen, nicht? Obwohl diese Utopien durchaus
Gegenbilder waren zur bestehenden Gesellschaft. Also sie wollten sie besser machen, nicht? Aber nichtsdestotrotz, und das ist ein Hinweis, den Adorno in einer Diskussion mit Ernst Bloch da ja auch immer wieder macht, nicht? Dass also die Utopien immer unter den Bedingungen der Verhältnisse, unter denen der Utopist lebt, nicht, stehen. Und deswegen ist ein Problem, ist solche Utopien wirklich auszupinseln, wie Bloch sich da auch ausdrückt. Nicht? Und Adorno spricht da ja sogar ganz in einem jüdischen Sinne in Hinsicht auf die Utopie vom Bilderverbot. Man soll sich also kein Bild von der Utopie machen. Wir können da nur negativ natürlich darüber reden und angeben, was möglich wäre. Darauf dringt dann auch Adorno, nicht? Dem man das dann, weil er immer negative Dialektiker genannt wird, eigentlich nicht so ganz zutraute, nicht? Dass gerade von ihm solche Forderung kam. Nun möchte ich noch zum Abschluss zwar kein Bild, sondern Musik machen, und wir sehen uns dann am zweiten Sonntag des nächsten Monats dann, ich hoffe, wieder.